Pflanzen sind spannender als Tiere? Okay, mal sehen, was wir heute für euch haben. Was kann an Pflanzen bitte so gefährlich sein? Nun ja, nur der noch nicht wirklich gefährliche Arten gesehen hat, mag vielleicht so denken. Zum Glück hast du abonniert, denn sonst würdest du es verpassen. Nehmen wir zum Beispiel das Himalaya-Balsam. Diese große und schöne blühende Pflanze wächst, wo auch immer sie nur will. Wenn du ihre Samenkapseln berührst, zerstreuen sich die Samen in die verschiedensten Richtungen. Sie explodieren förmlich in deinen Händen. Es wird auch drüssige Springkraut genannt und kann in seinem Leben bis zu 800 Samen produzieren, die ganze 7 Meter weit fliegen können. Wenn die Samen ins Wasser fallen, können sie sogar bis zu 10 Kilometer zurücklegen, bevor sie irgendwo an einem Ufer keimen. Das heißt also, wenn du eines Tages das dürstige Springkraut in deinem Garten entdeckst, dann tust du mir leid. Denn die Geschwindigkeit, mit der sich diese Pflanze ausbreitet, ist das geringste Problem. Sobald das Springkraut heranwächst, blockiert es die Sonne für die anderen Pflanzen in ihrer Nähe. Außerdem produziert es so viel Nektar, dass Bienen und andere Bestäuber andere blühende Pflanzen einfach ignorieren. Du siehst, das dürstige Springkraut übernimmt buchstäblich die Herrschaft. Aber die Insekten können sich glücklich schätzen, wenn sie den Nektar sammeln können und ihrer Arbeit nachgehen. Wie ich schon sagte, die Samenkapseln explodieren und manchmal treffen Teile der Pflanze eine vorbeifliegende Biene. Oh Mann, ich befürchte, dass sie eine solche Kollision nicht überleben kann. Was für ein schöner Tag, was kann schon schief gehen? Um ehrlich zu sein, als Steve mir von dieser Pflanze erzählt hat, dachte ich, sie sei nicht so gefährlich. Solange du kein Gärtner, Blume oder Biene bist, musst du dir auch keine Sorgen machen. Aber der Stachelbaum ist eine ganz andere Sache, auch wenn er völlig unschuldig aussieht. Doch nur eine versehentliche Berührung reicht aus, um unerträgliche Schmerzen hervorzurufen. Oh mein Gott, es hat mich erwischt! Ich habe sie nur mit 2 Fingern berührt! Es hat mich erwischt, verdammt nochmal! Das sieht so aus, als würde es richtig gut brennen und wehtun. Das ist auch keine Übertreibung. Menschen, die mit stechenden Bäumen in Berührung gekommen sind, sagen, dass der Schmerz Monate, manchmal sogar Jahre lang anhält. Hinzu kommt, dass kein Schmerzmittel, weder Morphium noch andere Sachen, sie lindern können. Die Schmerzen verstärken sich, wenn die betroffene Stelle berührt wird, sich die Temperatur ändert oder sogar Wasser auf die Stelle kommt. Es heißt, dass Hunde oder sogar Pferde, die diesen Baum berühren, innerhalb von wenigen Stunden sterben können. Aber wie kann diese Pflanze so gefährlich sein? Nun, wenn du genau hinsiehst, kannst du kleine winzige Härchen auf ihrer Oberfläche der Blätter sehen. Sie sind sehr dünn und sehr brüchig. Sie bedecken die gesamte Pflanze und die kleinste Berührung reicht aus, um diese Haare durch deine Haut zu stechen. Dann brechen sie sofort ab, injizieren das Gift und das war's. Von da an gibt es kein Zurück mehr. Die gute Nachricht ist, dass nicht alle Pflanzen versuchen, andere Pflanzen oder Menschen zu töten. Manche haben einfach nur eine merkwürdige Morphologie oder einen sehr seltsamen Geruch. Sie riechen nach Leichen? Nein, im Ernst, wenn du diese riesige Blume berührst, verströmen deine Hände einen widerlichen Geruch, der nach verfaultem Fisch oder Fleisch riecht. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht mal so sicher, ob du diesen Geruch überhaupt wieder los wirst. Obwohl die Natur bestimmt noch etwas Schlimmeres zu bieten hat. Wie gefällt dir eine stinkende Kombination aus verfaultem Fleisch, verschwitzten Socken, verfaulten Zwiebeln und Fäkalien? Es tut mir leid, ich hoffe, von euch ist gerade keiner am Essen. Aber warum sollte eine Pflanze bloß so riechen? Die Antwort ist einfach, um Bestäuber anzulocken. Typische Blumen locken Bienen und Schmetterlinge an, aber diese hier bevorzugt fleischfressende Insekten, die verrottendes Fleisch suchen. Also beginnt die Blume zu bestimmten Zeiten ihren ekelhaften Duft zu verbreiten. Einige perfektionieren sogar ihre Täuschung so weit, dass sie sogar bis zu 36 Grad Celsius warm werden können. Natürlich verwechselt sie so ein dummes Insekt mit Fleisch. Sie fliegen ins Innere der Blume, merken, dass es hier nichts zu essen gibt und fliegen einfach mit den Pollen an ihren Beinen wieder davon. Aber der fleischige Arnold fand das Aufwärmen anscheinend zu lahm, also wuchs er zu der größten Blume der Welt heran. Außerdem besteht diese parasitäre Pflanze buchstäblich nur aus einer Blüte. Und natürlich hat sie auch einen schrecklichen Geruch. Wenn jemand von euch mit dieser Pflanze in Berührung gekommen ist oder sogar mal dran gerochen hat, dann schreibt uns doch eure Erfahrungen in die Kommentare. Hattest du schon einmal das Gefühl, dass eine Gefahr in der Nähe war und du dich so schnell wie möglich davor verstecken oder sogar in den Angriffsmodus wechseln musstest? Der Grund, warum ich frage, ist, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass die chemische Verbindung, die beim Verrotten toter Körper entsteht, deine Wachsamkeit erhöhen kann. Das ist die sogenannte Kampf- oder Fluchtreaktion. Der Mensch, so wie viele andere Tiere auch, haben dank dieser Reaktion überlebt. Studien haben gezeigt, dass Versuchspersonen entweder weglaufen wollten oder feindseliger wurden, so als ob sie in Gefahr wären. Natürlich wurden für die Experimente keine Pflanzen verwendet, die nach verfaultem Fleisch rochen. Aber wer weiß das schon? Sieh dir mal diesen Eukalyptusbaum an, der von den Koalas, von den Zahnpastaherstellern und Bonbon-Fans geliebt und gefeiert wird. Eigentlich ist das ein sehr nützlicher Baum, daher sollte auch keine Gefahr von ihm ausgehen.
Allerdings neigen Eukalyptusbäume dazu, ihre Rinde, Blätter und Gliedmaßen abzuwerfen. Naja, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber je höher der Eukalyptusbaum, desto gefährlicher wird er. Eigentlich sind diese Bäume trockenheitstolerant, aber um bessere Überlebenschancen zu haben, entledigen sie sich ihre Teile. Das klingt ziemlich vernünftig. Wenn der Stamm überlebt, können die Äste wieder nachwachsen. Das Problem ist nur, dass Eukalyptusbäume nicht vorher Bescheid sagen, wohin sie ihre Arme und Beine schmeißen werden. Ich meine, immerhin sind es Bäume. Doch ein großer Holzklotz, der aus einer gewissen Höhe fällt, kann auch schwere Verletzungen verursachen und sogar zum Tode führen. Außerdem kann selbst der gesündeste und stärkste Eukalyptusbaum plötzlich gefährlich werden. An manchen Orten werden sogar Schilder aufgestellt, die vor herabfallenden Ästen warnen. Ich finde, es sollte ein Meme in Australien dafür geben, dass selbst ein Ast dich dort umbringen kann. Das ist tatsächlich ein echtes Problem und ich habe mir das nicht ausgedacht. Im Jahr 1990 fiel von einem 24 Meter hohen Baum ein Ast auf ein Vorschulmädchen. Das Mädchen hat nicht überlebt. Im Jahr 2010 wurde ein 14-jähriger Junge beim Zelten von einem herabfallenden Eukalyptuszweig getötet. Und in der Tat sind das keine Einzelfälle. Eukalyptusbäume lassen ständig ihre Äste fallen und treffen buchstäblich alles. Aber als ob diese tödliche Gefahr nicht schon groß genug wäre, hat sich herausgestellt, dass Eukalyptusbäume auch eine Brandgefahr darstellen. Nun ja, das ist eigentlich nicht so überraschend, wenn du darüber nachdenkst. Nicht nur, dass ein Baum während der Dürre alles Unnötige abwirft, er ist auch voller Öl. In der Hitze verdampft es schnell und das entstehende Gas kann sich im Nu entzünden. Ein Funke reicht aus, um den ganzen Wald in eine Feuerhölle zu verwandeln. Wir können uns nur glücklich schätzen, dass Eukalyptusbäume keine riesigen Zapfen bilden. Wenn sie das täten, hätten wir Feuerbälle und brennende Äste. Tatsächlich haben einige Bäume, wie die Bunyai-Kiefern, riesige Zapfen entwickelt. So, wie es sich für eine Kiefer gehört. Das Problem ist nur, dass sie wirklich groß sind. Also, die sind echt verdammt riesig. Diese Zapfen können 5, 10 oder sogar 20 Kilo wiegen. Stell dir mal vor, dieses Zeug fällt aus einer Höhe von 50 Metern auf deinen Kopf. Kein Wunder, dass seine Zapfen als potenziell tödlich bezeichnet werden können. Aus sicheren Quellen wissen wir, dass einer dieser Zapfen einmal einen Kakadu getötet hat. Und 2012 fiel dieses nadelige Geschoss auf ein älteres Ehepaar. Glücklicherweise überlebten die beiden und erlitten nur ein paar Prellungen und Kratzer. Aber nur, weil der Zapfen ihre Hände und nicht ihren Kopf getroffen hat. Es ist also nicht verwunderlich, dass neben den Bunyai-Kiefern Warnschilder aufgestellt werden müssen. Aber eigentlich habe ich Glück, denn ich glaube, gefährliche Pflanzen, die mir etwas auf den Kopf fallen lassen oder mich mit giftigen Blättern stechen wollen, kann ich gut ausweichen. Aber für Menschen mit Allergien ist selbst so etwas Einfaches wie Pollen gefährlich genug und vor allem dann, wenn es viele davon gibt. Tatsächlich produzieren die meisten Pflanzen viel mehr Pollen, als sie brauchen. Und Nadelbäume sind da keine Ausnahme. Einige Kiefernarten können in nur wenigen Wochen bis zu 4 Kilo Pollen produzieren. Warum so viel? Nun, das ist eine Art Vorsichtsmaßnahme. Aus Sicht der Evolution gilt, je mehr Pollen der Wind verbreitet, desto mehr Territorium kann die Art für sich beanspruchen. Für Allergiker ist das ein wahrer Horrorfilm. Doch während einige Pflanzen versuchen, eine Pollenapokalypse zu imitieren, haben andere gelernt, zu kommunizieren. Und nein, ich spreche nicht von der seltsamen Theorie, dass Bäume eine Art soziales Netzwerk in ihren Wurzeln haben, um Nachrichten auszutauschen. In den 1990er Jahren entdeckte Professor Walter van Hoofen, dass die Blätter des Akazienbaums, wenn sie von Antilopen gefressen werden, die tödliche Menge des Tansanins in den Blättern erhöhen und gleichzeitig Ethylen in die Luft abgeben. Dieses Verhalten warnt die anderen Bäume vor der drohenden Gefahr, sodass sie schnell anfangen können, mehr Tannine zu produzieren. Und das funktioniert sogar wirklich. Schon nach 5 bis 10 Minuten steigt die Konzentration so, dass die Akazienblätter völlig ungenießbar werden. Die Tiere sind sich diesem Baumalarmsystem natürlich bewusst und prüfen deshalb genau, woher der Wind kommt. Eine weitere Selbstverteidigungsstrategie der Akazienbäume ist, eine Allianz aus Ameisen anzustellen. Die Insekten bekommen einen tollen Platz zum Leben und der Baum wird von winzigen, aber sehr wütenden Leibwächtern geschützt. Sie sind bereit, einfach jeden anzugreifen, der sich auch nur den Akazienblättern nähern will. Sie können zum Beispiel in die Nase oder in den Mund eines Tieres gelangen und dann an die Schleimhäute beißen. Das ist schon fies. Bäume und Ameisen hingegen kommen sehr gut miteinander aus. Aber Bäume aus der Gattung Persona beschäftigen sich nicht mit Kleinigkeiten. Sie produzieren klebrige Früchte, die sie an Vögel festhaken, die weite Strecken zurücklegen. Es ist so wie mit den Pollen. Je weiter du dich verbreiten kannst, desto cooler bist du als Pflanze. Doch die Persona-Bäume sind ein bisschen zu weit gegangen. Manchmal sind ihre klebrigen Früchte so klebrig, dass die geflügelten Tiere einfach tötet. Wenn die Vögel zu viele Samen in ihrem Gefieder haben, kleben sie einfach alles zusammen und sie können nicht mehr abheben. Die armen Vögel, die nicht von Krabben oder anderen Aasfressern gefressen werden, verhungern einfach am Fuße des Baums. Manchmal hängen sogar tote Vögel direkt von den Ästen herunter. Ein wirklich unheimlicher Weihnachtsschmuck. Das klingt schon alles irgendwie ein bisschen zu hart. Ich meine, mir ist schon klar, dass die Natur grausam und wild ist, aber macht das überhaupt Sinn?
Die Wissenschaftler haben mehrere Theorien dazu aufgestellt. Eine besagt zum Beispiel, dass tote Vögel auch als zusätzlicher Dünger für die Bäume dienen können. Das Experiment hat aber gezeigt, dass lebende Vögel viel mehr für Dünger sorgen. Nach einer anderen Version könnten die Persona-Bäume tote Vögel als Floß benutzen, um ihre Samen so zu anderen Inseln zu bringen. Doch diese Samen sterben, sobald sie 5 Tage mit Salzwasser in Kontakt kommen. Die Wissenschaftler kamen also zu dem Entschluss, dass all diese schrecklichen Todesfälle nur ein lächerlicher Nebeneffekt sind. Ja, diese Todesfälle sind eigentlich komplett sinnlos. Die Samen müssen klebrig sein, damit sie nicht von den Vögeln herunterfallen. Doch was die Tatsache angeht, dass jemand wegen ihnen stirbt? Naja, der springende Cholla-Kaktus ist da viel humaner. Seine Stacheln klammern sich nämlich einfach an die Tiere oder Menschen, die die Pflanze berühren oder ihr nur zu nahe kommen, wenn ein starker Wind weht. Dieser Kaktus legt eine gewisse Strecke zurück, hakt sich dann ein und schlägt seine Wurzeln. Natürlich ist dieser Kaktus für die meisten Tiere nicht sehr lästig, aber auch nur, wenn das Tier groß genug ist. Ein armes kleines Kojotenjunges, das mit mehreren Stacheln bedeckt ist, ist in echter Gefahr. Ja, du kannst dich glücklich schätzen, wenn du fürsorgliche Menschen in deiner Nähe hast. So wie mich. Denn ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ha, nein, die Kommentare habe ich jetzt nicht vergessen. Schreibt mal welche.